Ich habe Schiss. Aber ziemlich. Denn bis jetzt habe ich erfolgreichst das Thema Knochenmarkspende auf die lange Bank geschoben. Ich möchte fast sagen, ignoriert, dass man sich überhaupt typisieren lassen kann. Das werde ich jetzt ändern. Denn ich werde selber bei einer Spende dabei sein. Kann man sich schlecht vorstellen, dass so ein bisschen Flüssigkeit ein Menschenleben retten kann. Genau, das sind Stammzellen. Und Nora treffen, die nur dank einer Stammzelltransplantation heute noch lebt. Und an Tag 0 ist die Stammzellspende. Ach krass. Und dann geht quasi dein neues Leben los. Da drinnen typisieren sie aber jetzt. Und vielleicht mache ich es heute auch dann. Jetzt endlich mal. Aber ich gehe erst mal rein und guck. Wenn ich nämlich Knochenmarkspende höre, habe ich die krassesten Horrorgeschichten im Kopf. Lange Nadeln, die mir in die Wirbelsäule gerammt werden, große Schmerzen und vielleicht sogar eine Querschnittslähmung. Naja, wenigstens ist man schon nicht die Einzige im Boot. Hallo, ich würde mich nur gerne mal informieren. Geht Sehr das auch? Gerne. Das ist kein Problem, natürlich. Okay. Genau. Einfach mal durchgehen, letzte Reihe. Hallo. Hi. Ariane, hallo. Das ist ja hier ein ziemlich großer Aufriss. Für was denn ganz genau? Es geht uns vor allem um Blutkrebspatienten. Wie man schon sagt, ist Krebs, also eine bösartige Erkrankung, die potenziell sehr lebensgefährlich ist. Mhm. Blutkrebs kann aber häufig geheilt werden. Im letzten Falle vor allem ist der letzte Weg wirklich eine Stammzelltransplantation. Wenn die funktioniert, kann man jemanden potenziell wirklich das Leben damit retten. Die Stammzellen sitzen hier im Knochenmark. Aus denen bildet unser Körper permanent frische Blutzellen. Bei Menschen mit Blutkrebs ist diese normale Blutbildung durch die unkontrollierte Vermehrung von bösartigen Blutzellen gestört. Durch diese Krebszellen kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr ausführen. Zum Beispiel Infektionen bekämpfen, Sauerstoff transportieren oder Blutung stoppen. Blutkrebspatienten können die Krankheit häufig nur mit Hilfe einer Stammzellspende eines passenden Spenders besiegen. Und wie wahrscheinlich ist es, dass man Spender wird? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Deswegen ist es so wichtig, dass man extra viele hat. Die Wahrscheinlichkeit liegt im Bereich von 0,1 bis 1%. Dass man jemals spendet. Deshalb hängen sich Matze und seine Leute hier ordentlich rein, damit sich möglichst viele Leute typisieren lassen. Mit dem Wattestäbchen wird DNA-Material entnommen und im Labor analysiert. Weltweit werden so Spender und Empfänger gematcht. Was passiert dann mit meinem Rückenmark oder was? Vorsicht, erstmal Rückenmark ist gar nicht das Thema. Weil es geht um Knochenmark. Aber wo ist denn das, was ich gehört habe, mit irgendwelchen Spritzen ins Rückenmark? Das fasst man gar nicht an. Es geht um Ach, das Knochenmark. Es geht ich habe nämlich gehört, es gibt alles ist easy, da gibt es einen kleinen Prozentsatz, der wird aufgrund dieser komischen des Eingriffs querschnittsgelähmt. Dann gibt es einen ganz, ganz kleinen, der stirbt dann daran sogar. Und das ist wirklich wahnsinnig wenig, aber nichtsdestotrotz gibt es das Risiko. Gibt es das gar nicht? Das Rückenmark tastet man gar nicht an. Da ist man ganz, ganz weit davon entfernt. Okay, also erstmal Entwarnung. Niemand rammt mir eine Spritze in die Wirbelsäule und eine Querschnittslähmung bekomme ich vom Spenden schon gar nicht. Doch bevor ich hier wirklich mitmache, will ich noch mehr wissen. Und kann man das nur heute bei euch machen oder kann man das auch zu Hause machen zum Beispiel? Pass auf, ich gebe dir einfach mal 3 Stäbchen mit. Ja. Dann kannst du dir noch mal in Ruhe darüber Gedanken machen. Ja. Und kannst du mal in aller Ruhe ohne Druck machen, wenn du es machen willst. Okay. Also ich bin jetzt schon mal ein großes Stück schlauer, aber ich will mir noch mal angucken, wie so eine Spende wirklich abläuft. Und dann entscheide ich. Aber ich hätte schon alles Nötige dabei. Ich skype jetzt mit Paul, weil er nämlich spenden wird, und zwar seine Stammzellen. Hallo Paul. Hallo. Bist du davon ausgegangen, dass du jemals Spender werden wirst? Nein, auf keinen Fall. Das war so überraschend. Ich habe erst einen Brief bekommen und 2 Tage später dann den Anruf. Und dann ging das auch alles eigentlich recht schnell. Dann kriegt man direkt schon Informationen darüber, wie das Ganze weitere abläuft und fragen nochmal, ob man das wirklich machen möchte und ob man dazu bereit ist. Ich war erstmal total überfordert, weil man da einfach nicht mit rechnet. Und habe mich dann aber auch sehr darüber gefreut, dass das klappt. Was musst du denn machen jetzt? Jetzt muss ich gerade Spritzen nehmen. 2-mal am Tag muss ich mir ein Medikament spritzen. Das ist hier die Spritze. Mhm. Unten mit dem Medikament. Und was macht denn die Spritze? Die Stammzellen vermehren sich.
Und zwar richtig krass. Pauls Körper produziert durch den Wirkstoff viel mehr Stammzellen, als er eigentlich braucht. Die überschüssigen Zellen wandern dann in die Blutbahn. Dann ist er bereit für die Spende. Und fühlst du dich irgendwie anders? Nö, überhaupt nicht. Also bei dem Spritzen selber kann es sein, dass man ein bisschen kränklich wird. Das ist ungefähr so wie eine Grippe. Dann, Paul, sehen wir uns am Spendertag, nenne ich ihn jetzt mal. Mhm. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Endlich mal live. Boah, das ist aber ein bisschen früh. Ja, auf jeden Fall. Und wie fühlst du dich? Auch eigentlich ganz gut. Aber bist du bisschen, aufgeregt? Bisschen aufgeregt. Wovor hast du Aufregung? Ich weiß nicht, vor der ganzen Aktion so ein bisschen. Naja, dann gehen wir mal rein. Respekt habe ich. Respekt. Ist ja auch irgendwie klar. Immerhin hat Paul jetzt eine bis zu 5-stündige Blutfilterung vor sich. Ich bin echt gespannt, wie er das wegsteckt. Krankenschwester Alina wartet schon auf uns. Hallo. Alina, herzlich willkommen. Genau, deine Jacke kannst du schon mal geben. Könnt eure Jacken auch nicht dahin hängen. Sonst, wie geht's dir? Alles gut. Ja? Ist gut überstanden mit den Spritzen? Ja. Ja. Muss ja. Hattest du denn Symptome, irgendwas gehabt? Ach, ein bisschen Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Ja. Samstag war ich ganz schön müde, muss ich sagen. Da habe ich den ganzen Tag eigentlich nur geschlafen. Ja, ist doch auch gut. So, ich würde jetzt erst auch einmal deinen Blutdruck messen, deine Temperatur und deinen Puls. Mhm. Das ist auch immer wichtig. Oh. Du hast 38 Temperatur. Vielleicht ist es auch ein bisschen von der Aufregung. Ich muss das auf jeden Fall gleich einmal der Ärztin sagen. Da ist jetzt die Ärztin drin, das dürfen wir aber nicht filmen. So ein komisches Gefühl, ne? Wenn man dann kurz mal rausgebeten wird und die Kamera bitte jetzt nicht und wir haben ein Problem. Und kann denn die Sache jetzt hier abgebrochen werden, frage ich mich. Eine halbe Stunde sorge ich mich vor der Tür um Paul. Und als ich dann wieder zu ihm ins Behandlungszimmer darf, ist die Spende schon in vollem Gange. So, jetzt können wir da wieder rein. So. Hallo. Hallo. Eieiei, okay. Geht's dir gut erstmal? Ja, alles gut. Was war jetzt genau das Problem und was haben wir verpasst? Meine Hand wurde ein bisschen gewärmt, weil die da erst nichts gefunden haben, also keine Vene gefunden haben. Mhm. Es hat etwas gedauert und dann musste das halt noch alles, sag mal, reingestochen werden. Wie fühlt sich das an? Also man hat auf jeden Fall keine Schmerzen und es fühlt sich auch nicht komisch an, wenn irgendwas aus dem Körper rausgepumpt und wieder reingepumpt wird. Auf der rechten Seite wird das Blut aus dem Körper gepumpt und dann gefiltert und links kommt es wieder in den Körper ohne die Stammzellen. Ohne Stammzellen, okay. Und das hier ist der Zellseparator. Hier werden die Stammzellen aus Pauls Blut gefiltert. Sieht man jetzt hier schon ganz gut. Das ist Stammzelle. Genau, das sind Stammzellen. Okay. Die Spende aus dem Blut ist die häufigste Variante. In 80% der Fälle läuft es so wie hier bei Paul. In 20% findet die Entnahme in einer einstündigen OP unter Vollnarkose statt. Dabei wird dem Spender mit einer Nadel aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen. Diese Art der Spende geht zwar schneller, dafür muss man aber 2 bis 3 Tage im Krankenhaus bleiben. Gut, Leute, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das wird jetzt dauern. Wie fühlst du dich gerade, wenn du dir denkst, das Zeug rettet jetzt Leben und das kommt aus mir raus? Das ist krass, das kann ich mir, oder kann man sich schlecht vorstellen. Aha. Dass so ein bisschen Flüssigkeit ein Menschenleben retten kann. Kriegt man dafür irgendwas? Naja, die Anreise wird bezahlt und das Hotel. Mhm. Und sonst macht man das ja alles freiwillig. Die ganze Prozedur ist schon ziemlich aufwendig. Und Paul macht das, ohne die Person zu kennen, für die er spendet. Frühestens in 2 Jahren können sie sich kennenlernen. Vorausgesetzt, Paul und der Empfänger wollen das dann auch. 3 Stunden hängt Paul jetzt schon am Zellseparator. Geht's dir immer noch gut? Ja, ein bisschen angeschlagen, aber sonst noch alles gut. Fühl mich ein bisschen müde. Und dann, nach 4 Stunden... Eins ist fertig. Ah. Jetzt ist fertig. Jetzt müssen wir es einmal zumachen hier. Das ist den. Ist das so fest oder geht? Nee, geht. Ist am Ende doch ein bisschen anstrengender, als man so denkt. Ja, ist ganz schön kaputt. Ja, liegen ist auch. Es kann schon mal so ein Problem werden. Kann schon mal anstrengend werden. Ja. Alles gut. Ach, 4 Stunden wirklich. Ja. Die Stammzellen müssen jetzt auf dem schnellsten Weg zum Empfänger.
Heute Nachmittag wird Paul am Telefon erfahren, seine Spende geht an einen Mann in den USA. Und, wie fühlst du dich? Schlapp, bisschen müde, kaputt. Bin froh, dass es vorbei ist. Würdest du es mir empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja, natürlich. Wenn man damit Menschenleben retten kann, dann ist auch 4 Tage oder 5 Tage was spritzen. Mhm. 4 Stunden da oben sitzen, ist doch nichts dagegen. Aber so weit sind wir noch nicht, liebe Leute. Ich gehe jetzt erst noch zu jemandem, der tatsächlich eine Spende bekommen hat, krank war, und gucke, was es ihr, by the way, gebracht hat. Und dann schaue ich mal, ob ich mich typisieren lasse. Dafür fahre ich nach Freiberg in die Nähe von Dresden. Dort wohnt Nora. Ich weiß nur, sie ist 21 Jahre alt und hat vergangenes Jahr eine Stammzelltransplantation bekommen. Wie es ihr jetzt wohl geht? Hallo. Hallo, das ist ja hier romantisch. Das beste Wetter ausgesucht. Ja, machen wir immer so. Hallo, Nora, hallo. Herzlich willkommen. Eine deutliche Affinität zu Pferden ist zu spüren, ja. Ja. Woher kommt das? Ich habe Pferdewirt gelernt. Ah. Tatsächlich. April 2017. Nora will für ein Jahr in die USA und dort mit Pferden arbeiten. Doch kurz vor dem Abflug wird sie krank. Die Ärzte rätseln, was sie hat. Nach vielen Tests steht fest, Nora hat akute Leukämie. Den Flug zum Beispiel hätte ich nie überlebt. Weil der Druckausgleich, das hätte mein Körper nie mehr geschafft. Boah, ist ja krass. Ja. Nora muss sofort mit einer Chemotherapie beginnen. Ihr Leben steht auf der Kippe. Ja, manchen Tagen ging es mir nicht so gut. Die haben gesagt, wir machen das jetzt, wir haben die Chemoblöcke und danach empfehlen wir eine Stammzelltransplantation. Ja, dann ist man schon so ein bisschen, hoffentlich findet man jemanden und Es beginnt eine 2-monatige Suche. Viele Menschen lassen sich typisieren, doch ob sich ein passender Spender finden wird, ist ungewiss. Das war der Aufsteller für unseren Typisierungstag. Dann kam ja anscheinend irgendwann der Tag, wo es dir gesagt worden ist, dass jemand gefunden worden ist. Wie geht das und wie fühlt man sich da? Da habe ich mich total gefreut. Und war aufgeregt für einen Fremden, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, das einfach so zu machen. Kennst du den Spender schon? Nee, leider noch nie. Mhm. Es ist halt anonym. Ich weiß bloß, dass es ein Mann aus Deutschland ist. Doch bevor Nora die Spende bekommen kann, muss ihr eigenes krankes Knochenmark zerstört werden. Deswegen bekommt sie eine besonders starke Chemotherapie. Meine Hochdosis-Chemo ging über 4 Tage. Mhm. Dann hatte ich einen Tag Pause und dann Tag 0 ist die Stammzellspende. Ach krass. Und dann geht quasi dein neues Leben los. Es ist einfach nur ein Beutel und dann läuft es einfach rein wie eine Bluttransfusion. Und genau diese Stammzellen siedeln sich in ihrem Knochenmark an und fangen an, gesunde Blutzellen zu bilden. Trotzdem ist Nora danach nicht schlagartig geheilt, denn bei ihr kommt es zu Abstoßungsreaktionen. Dagegen muss Nora jetzt Medikamente nehmen. Zurzeit nehme ich halt so viel Cortison, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Nora hat heute einen wichtigen Arzttermin. Immer die Letzte. So. So, ab in die erzgebirgische Winterlandschaft. Ach, toll. Zusammen mit Noras Mutter fahren wir in die Uniklinik nach Dresden. Und was erwartest du? Ich hatte jetzt neulich so Untersuchungen von der Lunge. Mhm. Da sind jetzt die Ergebnisse da. Heute wird es vielleicht ein bisschen ernster. Mal sehen. Okay, dann also das Ding ist nämlich, wir dürfen dann nicht rein und filmen. Mhm. Dann wünsche ich toi, toi, toi. Wir warten hier einfach. Okay. Und hoffen das Beste. Ich gebe mir Mühe und wir beeilen uns. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auch wenn Nora gut drauf ist, mache ich mir trotzdem Sorgen. Was sagen die Ärzte ihr wohl gerade da drin? Und, alles gut? Da sind wir wieder. Ja, die Ärzte waren ja jetzt immer so ein bisschen unschlüssig, was mit mir ist. Und weil sie ja das nicht so richtig einschätzen konnten. Mhm. Und jetzt wissen sie, was es ist. Mhm. Die neuen Stammzellen haben irgendwelche speziellen Antikörper gebildet. Mhm. Und die greifen jetzt meine Lunge an. Und deswegen wird jetzt morgen noch mal mit einem Professor hier gesprochen. Mhm. Und danach wird mein weiterer Therapieplan behandelt. Aha.
Jetzt wissen wir erstmal, was es ist. Mhm. Und jetzt können wir was dagegen machen. Ist das die 2 Jahre normal? Das, also weil du also gesagt die hast, sagen so ungefähr, dass man 2 Jahre, dass das neue Immunsystem 2 Jahre braucht, um sich an den Körper zu gewöhnen. Und dass es da halt vermehrt zu diesen Abstoßungsreaktionen kommt. So, und wenn du jetzt in deine Zukunft schaust, was siehst du da? Hoffentlich ein langes Leben. Mhm. Was man ja jetzt durch die Stammzellspende dann doch, denke ich mal, bekommt. Ich habe ja diesen Film gemacht, weil ich nicht typisiert war. Mhm. Jetzt habe ich relativ schnell im Film mitgekriegt, so gefährlich ist es vielleicht gar nicht. Und vor allem, wenn ich dich so sehe jetzt und wenn man sich dann überlegt, dass ohne diesen Herrn in deinem Fall, der da diese Spende abgegeben hat, du jetzt hier nicht so rumlaufen würdest. In meiner Welt gibt es kein Argument gegen eine Typisierung. Ja, und wenn du tatsächlich als Spender in Frage kommst und spendest, hast du auch immer die Gewissheit, dass du jemanden das Leben gerettet hast. Und du hast einen genetischen Zwilling. Wie cool ist das? Komm, dann machen wir das jetzt. Also, pass auf die Plätze, fertig, fang jetzt schon mal an. So. Und jetzt sage ich Nora Danke. Schön, dass du uns mitgenommen hast und erklärt hast, was auf der anderen Seite steht, wenn man so ein kleines Stäbchen in den Mund nimmt. Tada! Damit ist dieser Film zu Ende. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Reportagen von uns sehen wollt, dann klickt einfach mal hier und lasst ein Abo da. Ich bin jetzt offizielle potenzielle Stammzellenspenderin, aber schon lange potenzielle Organspenderin. Wie das klappt und wie ihr sowas kriegt, seht ihr hier. Und warum das so wichtig ist, seht ihr da. Weil Sabina, heißt du, ja, hat nämlich jetzt eine neue Lunge.